Ja, liebe Leute, endlich steht es an. Das große, große Finale gegen den FC Liverpool. Wir können uns eigentlich nur selber schlagen. Wir sehen auch gerade auf die Top-Torjäger. Alario hat 11 Tore, damit ist er durch. Weil Mbappé ist raus, Paris ist raus. Der nächste, der uns gefährlich werden könnte, ist Sadio Mané. Der müsste 5 Stück heute schießen, genauso wie Salah, um uns gefährlich zu werden. Aber guck mal dann einfach mal. Wir wollen Liverpool schlagen und das Triple unter Dach und Fach bringen. Ja, Pokal haben wir. Und jetzt heißt es Champions League gegen Jürgen und seine Truppe. Du hast gerade einen Vertrag bekommen. Ich bin weg. So, auf geht's. Wir wollen Liverpool schlagen. Wir müssen auf Stefan Savic verzichten, weil, zumindest laut der aktuellen Planung, weil der, wie gesagt, durch diese gelbe Karte im Halbfinale, im Rückspiel gesperrt ist. Was mich natürlich persönlich ein bisschen nervt. Weil, mal gucken. Ist halt ein Stabilisator. Der zweite ist ja mit dem Kreuzbandriss weggebrochen. Okay, ja. Und jetzt erstmal die Pressekonferenz zum Champions-League-Finale. So, Pressekonferenz ist beendet. We're now out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you are unable to get a question in. So, können wir uns den Titel holen? Ja, das war mir fast klar. Ja, Savic, wie gesagt, der wird uns wegbrechen, das ist ganz klar. Das heißt, Bela Kotscha rutscht in die Startformation. Ich habe damit auch keinen gelernten Innenverteidiger, mit 2 Stück schon weggebrochen sind. Gut, ich habe eine Möglichkeit, ein bisschen umzustellen, was die Defensive betrifft. Ich kann Becker in die Innenverteidigung ziehen, ich kann Ludewig in die Innenverteidigung ziehen, also das ist nicht das Tragische. Aber so will ich auf jeden Fall erstmal antreten. Wir müssen mit Bela Kotscha und mit Malik Caro 2 sehr junge Verteidiger in die Innenverteidigung stellen und hoffen, dass wir es heute schaffen. Und das ist die Ausstellung von Liverpool, die wir da gerade noch sehen. Ja, es wird nicht einfach werden, das ist ganz klar. Es ist immerhin noch das Champions League Finale. Wir haben eine junge Truppe, das weiß ich auch, weil Becker, Ciao und Bela Kotscha hinten in der Verteidigung, Ludewig auf der rechten Seite. Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit werden, dieses Champions League Finale zu gewinnen. Diese Offensive mit Smani, mit Salah. Und ja, das wird definitiv ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Versuchen Sie mal zu meistern. Wir haben, wie gesagt, Menu ist die leichteste Aufgabe von den dreien. Und jetzt wollen wir Liverpool eben Champions League Finale holen und uns diesen dritten Titel verdienen. Hinter uns liegt eine lange UEFA Champions League Saison mit vielen Highlights. Und by the way, haben wir auch Paris geschlagen. Absolute Höhepunkt. Das Finale. Wir sind live bei dieser Partie aus der Johan Cruyff Arena. Amsterdam.
Was für eine Kulisse, was für eine Spannung. Heute gilt's. Heute geht's um alles. Es geht um den Titel der UEFA Champions League. Sagen wir es ruhig, liebe Zuschauer, heute wird hier Geschichte geschrieben. Das freut die Zuschauer und das freut auch uns beide. Wolf Fuß und Frank Buschmann, ihre gewohnten Kommentatoren. Also die Spannung ist hier. So, Liverpool hat sich gegen City durchgesetzt. Davor Lyon rausgehauen, davor dann noch Chelsea. City im Halbfinale und die Schalker, wie gesagt, wie gekommen im Menü. Real und dann Atletico pulverisiert. Und jetzt treffen diese zwei im großen Finale aufeinander. Das wird ein starkes und hartes Stück Arbeit werden, diese Jungs von Jürgen Klopp zu bezwingen. Der Vorteil ist, dass wir quasi in Anführungszeichen zu Hause spielen. Ja, wir spielen in Amsterdam und die Arena sieht aber ziemlich ähnlich aus wie unsere. Und wir haben viele, viele Fans dabei und hoffen natürlich, dass wir Bestleistung abrufen können. Wir müssen auf Akpoguma und auf Savic verzichten. Also beide Innenverteidiger, beide Stamminnenverteidiger fallen für dieses Finale aus. Akpoguma mit seinem Kreuzbandriss noch eine ganze Weile. Und Savic, diese blöde gelbe Karte im Halbfinale, die meiner Meinung nach keine war. Aber es war die dritte und damit müssen wir mit 4 jungen Spielern hinten die Verteidigung zumachen und hoffen, dass wir es irgendwie auf die Reihe bekommen. Für den gesperrten Savic rutscht übrigens Bella Kotschap, der es wirklich sehr gut gemacht hat in die Innenverteidigung. Der wirklich in seinen Einsätzen echt einen soliden Job gemacht hat. Immer ein Angebot wieder von Chelsea hatte. Und ansonsten ändert sich überhaupt nicht die Truppe. Also Kowalski rutscht übrigens auf die Bank, der mit sein letztes Spiel machen wird, weil der danach den Verein verlassen wird. Paulinho hat sich da vorne festgespielt auf der 10. Und Lazio steht, glaube ich, vom Karriereende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mal gucken, wer noch so den Club verlassen und kommen wird und alles drum dran. Es wird noch viel passieren, auf jeden Fall. Jovic vorne drin. Mané, Salah auf den Außen. Valverde, Thiago, Fabinho, das ist nicht ganz so schlecht. Und die Verteidigung mit. Und da eine holländische Verteidigung. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Wir wollen es heute zumachen. So früh wie möglich. Idealfall. Richter. Gegen Fede Valverde. Aber da ist keiner in der Mitte mit dabei. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Aha, wurde auch nicht. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Musiala. Musiala. Aber alles auf. Erste Annäherung der Schalker. Ja, schön gelöst da. Alario. Elfmeter. Elfmeter nach 8 Minuten. Es war ein klarer Elfmeter. Gibt es rot? Es gibt glatt rot für Andrew Robertson. Liverpool zum 10. Und es entscheidet damit auf Notbremse. Ja, man muss wechseln. Luka Jovic hier raus. Tsimikas kommt jetzt mal rein in die Verteidigung. Also ein neuer Verteidiger oder ein Linksverteidiger, wie auch immer, bringt man ja. Damit der Stürmer vorne schon mal raus aus der Liverpool zu 10. Schalke nach 8 Minuten die riesen Chance in Führung zu gehen. Alario. Oder macht Becker den Schritt nach draußen? Becker hält! Der war schlecht geschossen, der Ball. Aber die Schalke haben erstmal A, den psychologischen Vorteil, weil man, wie gesagt, ist, man ist zu 11, der Gegner ist zu 10, die Ecke, der Flanke kommt, nein, keine Chance für Becker, keine Probleme für Becker. Für alles von Becker. Es gibt da noch einen im Kader, der bei uns dann aber spielt. Schönes Ding. Richter! Richter! So, müsste in die nächste Ecke gehen. Flanke kommt. Wieder Alisson, der es gut macht bisher, den er später gehalten. Also, mal Liverpool hat nur noch einen Stürmer da vorne. Er hat keinen zentralen Stürmer mehr drin. Den mussten sie nach der frühen roten Karte auswechseln. Aber da kommt so viel Qualität noch drin. Salah! Und das ist die erste Chance der dezimierten Liverpooler und das ist das erste Tor, aber es wird abgepfiffen, es war Abseits. Glück für dich im Wund. Puh, ganz viel Glück und es ist absolut richtig. Es ist richtig. Aber so kann es funktionieren für Liverpool. Becker. Timo Becker.
Und dann ist es Jamairo de Rosun. Latte, beziehungsweise Aluminium. 4-4 Glück für Liverpool gerade. Bei der Elfmeter haben die Schalke schon verschossen. Sie sind einmal mehr und haben die Riesenchance jetzt gerade auf das 1-0 durch Jamairo de Rosun. Aber der haut das Ding nur an die Latte. Oder beziehungsweise an den Pfosten, wie auch immer. Also Aluminium jedenfalls. Durchatmen. Richter. Ah, da ist keiner in der Mitte mit dabei. Gut aufgepasst. Ich glaube, Van Dijk war es, der das Ding da weggeholt hat. Ecke. Tsimikas, ja, der gerade eingewechselte Grieche. Ich dachte, okay, der wird ein bisschen gefährlicher werden. Er lässt weiterlaufen. Ach, der ist laut. Ja. Das war. Wunder mich, dass das als Foul gepfiffen wurde. Lazza! Fabinho Sala! Das war keine gute Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Mané und Zinna. 36. Minute. Trotz dieser Unterzahl ist Liverpool so brandgefährlich da hinten noch drin. Becker. Jetzt können sie vielleicht kontern. Schönes Zuspiel hier. Und er pfeift ihn zurück. Er pfeift den Richter zurück. Der wäre nämlich frei durch gewesen zum Keeper. Das war abseits. Federico Valverde. Das macht er gut. Pass auf Sadio Mané. Gut gemacht, Malik. Ciao. Super gelöst da unten. Das könnte jetzt übrigens nochmal gelb geben. Und nochmal. Liverpool ist zu 10. Musiala. Und die Riesenschurke, aber Nalario haut das Ding über die Latte. 43. Minute, nicht die Riesenchance. Also die nächste große Chance der Schalke. Die setzen, wie gesagt, diesen Nadelstich hier. Die kriegst immer wieder hin. Aber Liverpool bleibt halt, wie gesagt, Liverpool. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Fabinho, ja. Federico Valverde. Da geht er dazwischen. So, und dann ist Pause. Also, einer zur Tour für Süsala. Riesenschau, Parade, Pezent, Becker hat ein, zwei Dinger gehalten. Dann das verschossene Elfmeter der Schalke. Also 0-0 zur Pause. Und das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit für die Klub, für die Schalke. Aber die sind besser. Sie sind klar die bessere Mannschaft. Aber kriegen es momentan noch nicht auf den Platz. So. Zweite 45 Minuten. Aber Liverpool bleibt natürlich brandgefährlich. Ja. Schönes Ding, Ludewig. Und nein, Ecke. Glück gehabt. Ich dachte mir, okay, den holen die sich per Eigentor rein. Ecke kommt. Nochmal was versuchen. Nächste Ecke kommt. Und wieder Alisson, der zum wiederholten Mal seiner Truppe da vor dem Rückstand bewahrt. Salah gegen Malik Ciao. Gegen keine Chance für den Jungen. Ah, kommt. Und dann ist es Ludewig, der das so abkocht da unten. Marco Richter. Vorbei an Fabinho. Wichtig, dass er sich den Ball holt. So, und
Jetzt kommt. Sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ecke, der Ball kommt nicht dann. Es gibt Einwurf. Thiago jetzt raus. Der Rosun gegen Grujic, da ist er weg. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das könnte die Führung geben. Und Abseits. Ernsthaft. Alario, das ist der Schalke 1-0 gewesen und jetzt haben sie auch das Tor wegen Abseits zurückgekriegt. Trent Alexander-Arnold. Liverpool kommt. Ah! Gut gemacht da. Schöne Zuspiel. Und dann ist es Paulinho! Und Alisson verhindert das Tor. Sichere Schalker Tor. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Glück gehabt. Und jetzt kommt der. Marco Grujic. Ballverlust Liverpool. Liverpool mit dem Ballverlust. Dani Lazza. Lazza! Jede Menge Platz auf dem Flügel. Und Ecke. Scheiße. Verteidiger, diese Hereingabe. Ecke kommt in die Mitte. Wichtiger Befreiungsschlag. Mohamed Salah. Marco Grujic. Scheiße. Und Pjanic. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Jawohl. Ecke für Liverpool, 84. Ecke wird kurz ausgeführt. Sadio Mane. Fairer Einsatz hier. Bella Kotschap, Armel Bella Kotschap. Glück gehabt, dass er jetzt nochmal eine Chance kriegt. Bella Kotschap macht es vielleicht. Oder. Elfmeter. Es gibt Elfmeter für die Schalker nach 88 Minuten. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafe. Tsimikas hat. Tor! Lukas Alario! Und der ist jetzt auch Torschützenkönig. Sein 12. Champions League-Tor trifft er. Ist nicht jedermanns Sache, so ein Elfmeter, aber er kann das. Da haben wir es wieder mal gesehen. Der Druck. Diesmal geht Becker in die andere Ecke. Alario hat eben vorhin links geschossen. Hat Becker gehalten. Jetzt haut das Ding nach rechts. So, wenn Sie hier heute noch was holen wollen. So, jetzt müssen wir nämlich durchwechseln. Oder ich werde jetzt wechseln. Das ist jetzt einfach nur, weil einige Leute hier jetzt ein Spiel machen und Hahnemann Kobylarski, der jetzt reinkommen wird. Die berühmt-berüchtigte zündende Idee. 89. Minute. Alario mit dem Foul-Elfmeter. Und es war ein Elfmeter, ja. So, jetzt muss das irgendwie noch durchgehalten werden da hinten. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Liverpool macht Druck, kurz vor Ende. Der Ausgleich soll her. Gut verteidigt. Lazza. Feierabend! Man hat. Yes! Lukas Alarios Hand, volle Filter, Wasser am Ende, der es dann den Unterschied macht. Ist das nicht ganz unverdient, muss man sagen? Der
Alle Herausforderungen. Wir waren eigentlich schon draußen in der Gruppenphase. Es mussten ja zwei Siege her. In Paris und gegen Slavia. Wenn man Paris verloren hätte, wären wir weg gewesen in der Gruppenphase. Hier die rote Karte für Robertson. Wobei ich die ziemlich hart finde. Es war ein Elfmeter, ja, aber es war kein klares Notbremse. Und dann halt der letzte Elfmeter nochmal kurz vor Ende. So, kurzes Interview. Und es war nicht ganz unverdient, muss man sagen. Wenn man mal die Statistiken. Wir haben eigentlich gute Chancen gehabt. Alles von den ersten Elfmeter geschossen. Der Lattenball von De Rosun. Gut, am Ende mit ein bisschen Glück den zweiten Elfmeter noch reingemacht. Aber es hat funktioniert alles. Durch sein Tor von Alario. Und jetzt gehen wir kurz noch schnell ins Interview. Und dann ist Feierabend für heute. Time for just a few questions. Genau so ist es. Heute beginnt die Planung für die neue Saison. Und dann guckt man nämlich, wie die Finanzen aussehen. Und dann weiß ich auch, wie der Karten zur Karte zusammenstellen kann. Weil wir schon einige Angebote mit reinkommen. Ich denke mal, dass Richter den Rosen wieder auf Angebote bekommen. Mal gucken. Aber es kann noch viel passieren jetzt. Wir haben es getrotzt. Na, es war natürlich was Glück, weil es ein Elfmeter war, aber es war trotzdem. Es war verdient. Ja, und genau so ist es einfach. Wir haben einfach Glück, schon Glück gehabt, dass wir uns nicht vorher zumachen konnten. Wie gesagt, der Lattenball, der hätte auch drin sein können. Und die eine oder andere Chance hatte von Paulinho noch dabei. Plus der erste Elfmeter und. Wir kriegen nochmal 19 Millionen. So. Jo, dann haben wir's. Dauert jetzt gerade einen kleinen Moment, weil das jetzt gerade durch zum 30.06. glaube ich, endet die Saison. Ja. So, Rückkehr ausgeliehene Spieler, da sind einige, und zwar Moussa Kone. Das ist Buzelab. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann beenden wir die Saison nochmal.
4 und gehen weiter in die Saison Nummer 5. Bis dahin und tschüss.